Hallo, liebe Freunde, es ist eine neue Ausgabe von Revoluz. Und Hägerli. Und heute gibt es uns doppelt. Genau, im Doppelpack. Maßstab 1 zu 87. Schwer arbeitend, das werdet ihr gleich sehen. Schwer arbeitend. Wir beide. Ja. Der links ist der Hägerli. Hägerli und der im roten Hemd ist der Revoluz. Das, liebe Freunde, ist der Versuch, euch ein eher unscheinbares Fahrzeug ein wenig näher zu bringen. Es handelt sich um eine Handhebeldresine. Ein Bahndienstfahrzeug Mitte des vorvorigen Jahrhunderts entwickelt. Es diente zur Inspektion von Bahnstrecken oder zum Transport von Kleingeräten. Die Männchen haben ganz schön zu schuften, besonders der rückwärts fahrende Hägerli klagt über Gegenwind. Deswegen ist er froh über diese Ansage. So, liebe Freunde, wir können auch andersrum fahren. Machen wir jetzt. Jetzt zieht's eine Weile Revoluz ins Kreuz. Solche Fahrzeuge waren auch bei den Eisenbahnen in den USA sehr verbreitet, sehr beliebt. Dort erhielten sie den Namen Gandy Dancer. Wir können auch langsamer, wesentlich langsamer, in Zeitlupe. Als Modell ist die Dresine eher stiefmütterlich behandelt worden. Meines Wissens gab es keinen der großen Hersteller bei uns, der sich einer Handhebeldresine als Modell angenommen hätte. Das hat die Firma Lilliput Bachmann vor ein paar Jahren gemacht. Eine Handhebeldresine im H0-Maßstab, angetrieben von einem winzigen Motor. Die Männchen können jetzt pausenlos ihre Runden drehen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Handhebeldresinen in Originalgröße sind heutzutage nur noch bei einigen Museumsbahnen anzutreffen. Und zwar nicht im dienstlichen Einsatz, nein, da überwiegt der Spaßfaktor. Ihr Lieben, das war Revoluz und Hägerli und der Beweis, dass wir auch im Maßstab 1 zu 87 arbeiten können. Und wie? Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss. Tschüss. Die Gandy Dancer Revoluz und Hägerli im Maßstab 1 zu 87 können es nicht lassen, die Hand am Hebel und dann mit der Dresine der Nacht entgegen.